Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute möchte ich mit dir ein bisschen in die Farben eintauchen, und zwar in die Aquarellfarben und das Thema Farben mischen. Ich habe mir jetzt hier vorgenommen, dir erstmal so das Grundprinzip zu erklären, wie du aus so wenig Farben wie möglich das meiste rausholen kannst, gerade in so Tonarten, ja, die du vielleicht so in deiner Palette nicht drin hast, beziehungsweise die so ein bisschen außergewöhnlicher sind. Also ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, und zwar, ich weiß jetzt nicht natürlich, mit welcher Farbpalette du arbeitest, aber wenn du hast in deinem Kasten eine Art Zitronengelb, etwas, ja, Cyan und Magenta, das wäre jetzt das, was auch im Drucker ist. Das sind diese, na, wie heißt es denn? Das sind diese Töne, mit denen normaler Drucker druckt. Und das sind eher so grellere Farben, beziehungsweise das sind so klare Farben. Ja? Du siehst auch hier anhand des Farbkreises, ich habe hier ein bisschen zusammengemischt, und zwar das Blau und das Rot, also in dem Fall eher so ein Cyan- und Magentaton, ergibt so ein klares Lila. Genauso wie es hier mit dem Zitronengelb und dem Cyan eher so ein Maigrün ergibt. Und hier mit dem Gelben und dem Magenta so einen klaren Orangeton. So, das ist einmal diese Farbpalette, die ist auch eher so eine, ich sag mal, auch bei den warmen Farben wie Gelb und Rot gibt es kalte Töne sozusagen. Also das ist so ein bisschen, ja, auch ein bisschen im Sinne oder im, das liegt auch manchmal im Auge des Betrachters, weil ich glaube zumindest, dass wir nicht alle Farben hundertprozentig gleich sehen. Es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie man das so empfindet. Aber das sind eher so die kälteren Farben und das sind eher die wärmeren Farben. Und in jedem Farbkasten, egal welchen du hast, wirst du diese drei Töne haben. Und aus diesen drei Tönen lässt sich natürlich auch noch weitere Töne machen. Und das, was ich heute mit dir als allererstes machen möchte, ist zwei Grüntöne. Deswegen habe ich mir hier einmal die warme Palette gemischt und einmal die grelle Palette, je nachdem, welche du auch hast in deinem Kasten. Wenn du diesen Anfängerkasten hast von, ich glaube, Van Gogh war das, ne, den ich mal empfohlen habe ganz am Anfang, da hast du beides drin. Ja? Mach dir auf jeden Fall solche Kleckse mit jeder Farbe und guck, welche das sind, und misch die so ein bisschen, um zu gucken, was du hast. Also, ich möchte auf jeden Fall einmal dieses, ja, was mich eher so an Huckersgrün erinnert und an Maigrün. Das sind so diese zwei Töne, diese zwei Grüntöne, die ich gerne in meiner Farbpalette noch haben möchte. Und dann versuchen wir, andere Farben daraus zu mischen. Und wir werden sehen, wie weit wir heute kommen. Denn mein Plan ist es, zwischendurch mal immer mal so ein Farbvideo zu machen. Und eins der nächsten möchte ich gerne irgendetwas nehmen, was wir vielleicht malen wollen. Und wie wir dann aus so einer limitierten Palette diesen Farbton finden. Also wie wir uns das anmischen können, damit wir einen bestimmten Farbton bekommen. Ja? So, heute werden wir ganz einfache Sachen machen, also gut für jeden Einsteiger, für jeden, der noch gar keinen Plan hat, wie er seine Aquarellfarben mischen soll. Ich möchte hier nicht zu theoretisch werden, sondern eher dir an der Praxisübung auch zeigen, wie es geht. Ja? So, deswegen Palette hier. Also, als allererstes möchte ich mir dieses Huckersgrün hier anmischen, und das muss ich mit der warmen Palette machen. Dafür nehme ich mir einfach mein Rot, was ich habe. Also, ich habe hier eher so ein warmes Standardrot. Ja, das ist, meine Palette hat hier keinen, ich muss mal gerade mal gucken, so ein Scarlet-Rot oder so. Ja, eher so ein Rot ist das. Guck einfach, was du für einen Rotton hast. Du kannst auch mehrere Rottöne einfach zusammennehmen, etwas Warmes, Intensives so ein bisschen. So, und dann so ein, ja, so ein Standardblau. Ja, diese beiden Töne. Das wollte ich gar nicht, ich Dummkopf. Ja, ich bin ja ein Honk. Vom Allerfeinsten. Also das wird auf jeden Fall ein lila Ton. Und das wird eher so dieser ja, dunkle lila Ton. Ja, den lassen wir auch erstmal. Schade eigentlich, dass diese Palette nicht nochmal so ein Zwischenstück hat. Das hätte mir jetzt gut gefallen. Ich möchte mir natürlich ein Grün anmischen. Dafür nehme ich mir wieder das Blau, was ich hatte. Ja, das ist hier von hier oben das Blau. Das mische ich mir als erstes an, und dann nehme ich mir das obere Gelb. Ich gehe jetzt nur nicht hier rein, weil ich das mir nicht versauen möchte. So, und damit machen wir uns hier quasi dieses Huckersgrün so ein bisschen mehr. So eine Mischung aus Saftgrün und Huckersgrün. Und je nachdem, von was du mehr reintust, verändert sich natürlich auch die Farbe, ne? Also das ist jetzt so Pi mal Auge 50-50. Da musst du dann so ein bisschen durchprobieren. So, und dann möchte ich aus der anderen Farbpalette dieses Zitronengelb nehmen.
Du siehst, hier ist so ein bisschen grün, blau schon drin gewesen, deswegen also Zitronengelb. Und dann möchte ich dieses, ja, ich sag mal, dieses eher Cyanblau für so ein ganz helles Grün. Das mische ich mir jetzt quasi hier zusammen. Das ist auch so halb-halb, ne? So. Und dann habe ich hier so zwei Grüntöne, die ich noch nehmen kann und einen Lilaton. Ja, was mir jetzt fehlt, ist eigentlich nur noch dieser eine Lilaton, der so ein bisschen heller ist. Aber den mischen wir sonst im Zweifel gleich noch. So. Das ist erstmal das, wie du deine Palette um ein Grün erweitern kannst. Und je nachdem, ob du diese mehr gedeckteren Farben nimmst, also die wärmeren Farben, hast du halt ein wärmeres Grün oder halt eben diese grelleren Farben, dann hast du halt ein grelleres Grün. So. Und ich habe mir überlegt, wir fangen vielleicht als erstes an und gucken, dass wir uns heute mal so die Grundtöne auch vornehmen und gucken, inwieweit wir verschiedene Töne daraus mischen können. Denn es ist ja so, dass wir beim Aquarell den Vorteil haben, dass wir von hell nach dunkel einfach nur mit Wasser mischen. Das heißt, du brauchst keinen zusätzlichen Farbton, du brauchst auch kein Weiß. Nehmen wir mal an, wir machen jetzt einmal das Rot. Wir fangen einfach mal an und machen ganz von Anfang an erstmal das Rot. Ja. Muss gucken, welches ich da genommen habe. Ich bin da selber manchmal so ein bisschen durcheinander. Also, ich habe jetzt hier ein Rot. Und je nachdem, wie viel Wasser ich hinzufüge, wenn ich einmal ins Wasser gehe und einmal rausdippe, dann ist es schon eher ein Rosa. Wenn ich nochmal ins Wasser gehe und das so nochmal sauber mache, einfach nur abstreifen, dann wird es immer heller und heller. Nochmal ins Wasser tippen und einmal abstreifen. Ja, und das kannst du ewig und 3 Tage weitermachen. Und dann hast du ein immer helleres Rosé. So. Und bei allen Sachen, wo wir eine Farbe versuchen zu finden, gehen wir erstmal in die Grundfarbe. Wie sieht das Objekt überhaupt aus? Was hat das überhaupt für eine Grundfarbe? Jetzt machen wir das gleiche einmal mit dem Blau. Ja, also wenn wir es ganz intensiv nehmen, dann ist es natürlich recht dunkel. Dann tippe ich einmal ins Wasser abstreifen. Ja, dann einmal ins Wasser abstreifen. Einmal ins Wasser abstreifen. Und so wird das immer heller und heller. Ja, und dann, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr viel Dings gewesen. Das sieht man kaum noch. Okay, so. Dann nehmen wir uns das Gelb einmal vor, auch einmal. Ja, das ist natürlich jetzt schmutzig geworden, weil ja, mit Gelb ist immer schwierig, ne? Da muss man also wirklich gucken, dass die Palette wirklich sauber ist, damit man ein vernünftiges Gelb hier rausholt. Mal gerade gucken, so ein richtig schönes Sonnengelb. So, ja, einmal Wasser abstreifen. Hier ist so ein leichter Grünschimmer schon drin, ne, von dem Blau gerade eben. Vielleicht fängt man da mit sauberem Wasser und erstmal gelb an. Dann hat man das Problem nicht so. So, ja, also bei hell und dunkel, da gehen wir auf jeden Fall einfach, dass wir mehr Wasser reintun. Das heißt, konzentriertere Farbe beziehungsweise, ne, mehr Wasser oder weniger. Das gleiche kann man dann natürlich auch noch mit der anderen Farbpalette machen. Ich mache das jetzt einmal mit dem Zitronengelb direkt als erstes. Und fange mal hier unten an. Ja, das wäre dann das Zitronengelb. Einmal abstreifen, abstreifen, abstreifen. Na, es wird jetzt also richtig, richtig hell. Das sieht man schon kaum, ne? So, dann nehmen wir uns das in den nächsten Ton. Nehmen wir uns einmal dieses Magenta-artige. Ich habe ja eine Palette, diese Munio-Palette, die ich hier habe. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt irgendwelche Namen gibt für diese Farben. Die haben zwar Nummern, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau. So. Ach, das wollte ich gar nicht so. Ist egal. Jetzt ist es so, wie es ist. So, und dann halt wirst du immer heller und heller. Und streifst es dann halt ab, bis es ganz hell ist. So, und dann nehmen wir nochmal das Blau. Das nehme ich auch einmal direkt hier nochmal aus dem Farbkasten. Ne? Und dann machen wir das Gleiche. Abstreifen, abstreifen, eintunken, abstreifen. Und es wird immer heller und heller. So. So, dann natürlich auch mit dem Grün, je nachdem, welches du dann nimmst. Du nimmst einmal hier dieses Hookers Grün. Und auch da kannst du, je mehr Wasser du hinzufügst, desto heller wird die Farbe. Ne? Und natürlich verändert sie dadurch auch ihren Ton so ein bisschen zumindest, ja. So helle Farben benutzt.
muss gleich warten, bis das einmal trocken ist. So, und dann nehmen wir noch einmal dieses Grün hier. So, einmal eintunken, abstreifen, eintunken und abstreifen. So, ganz hell. So, also das ist schon mal die Möglichkeit, die du auf jeden Fall hast, wie du mit Farben spielen kannst, nämlich in der monochromen Sache, das heißt also immer mit der gleichen Farbe, nur halt eben mehr Wasser hinzufügen und da hast du schon deine Farbtöne verändert. So, und jetzt ist es halt die Sache, je nachdem, was eine Sache für einen Grundton hast, mischst du halt eben dann untereinander die Farben. Und ich möchte mit dir heute, wie gesagt, ein paar einfache Sachen mischen und jetzt muss ich gerade einmal gucken, wie wir das hier am besten, auf welchem Papier ich das mit dir mache. Mir fehlt nämlich jetzt tatsächlich, ich habe ein Papier zu wenig. Obwohl, ich habe hier also die Kreise ausgeschnitten. Ich mache mir das hier einmal gerade. Das muss jetzt nichts, also es kann auch billiges Papier sein. Zum Mischen reicht da auch gerne auch das Billigste, was du hast. Hier, Actionpapier oder so. Ist überhaupt gar kein Thema. Ne? So. Und jetzt wollen wir einmal gucken, und zwar mit dem Mischverhältnis, wie viele Farben du da so haben kannst. Und wir nehmen uns dann einmal hier mit Rot und Blau. Wenn ich jetzt Rot habe, und hier habe ich ja jetzt eine 50-50-Mischung etwa. Und jetzt machen wir Folgendes, wir nehmen das Rot, ja, wir nehmen noch ein bisschen mehr Rot und machen das mehr ins Rote. Also es ist eine Spur mehr Rot als Blau, ja. Und dann siehst du schon, dann hast du hier so einen Pyrrhelen-Ton. Ein bisschen mit Wasser abgestreift. Ja, das Papier ist hier ein bisschen fettig geworden, deswegen ist das so wasserabweisend an der Stelle. So, und dann siehst du schon, kannst du hier auch in so ein schönes Pyrrhelen-Rosa gehen. So, jetzt machen wir hier auf der Seite einfach mal ein bisschen mehr Blau rein. Und gucken, was das jetzt für eine Farbe wird, wenn in dem Lila mehr Blau als Rot drin ist. Dann hast du eine Art Indigo-Ton, könnte man fast sagen. Das sind alles diese matten Farben, die nicht so ganz grell sind, weil in den Hauptfarben ja auch schon so ein Tucken was anderes drin ist. Also hier, das ist sehr in Reinform sozusagen. Also ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Das ist von der, ich will jetzt auch keine falschen Wörter benutzen oder so, aber das ist halt sehr, sehr grell und sehr, sehr sauber. Und die sind schon so ein bisschen, in diesen Tönen ist meistens schon Ton was anderes drin. Das heißt, in dem Rot ist vielleicht schon so ein Tucken Grün mit drin oder ein Tucken Gelb oder keine Ahnung. Das ist halt mehr so orangiger. Orangiger Rotton ist jetzt doof gesagt, aber genauso wie in dem Gelb. In dem rein Zitronengelb ist halt Zitronengelb und in dem anderen Gelb ist meistens noch ein Tucken Orange oder sowas mit drin, damit das so ein bisschen wärmer wird. Ja? Und dadurch verändern sich natürlich dann auch die Farben, wenn du die mixt. Und bei dem Grün zum Beispiel, jetzt hier, wenn ich jetzt mehr Blau reintue, gucken wir einmal, machen wir einmal ein bisschen mehr Blau in das ganze Ding rein. Also nur ein ganz wenig Gelb quasi und viel, 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 viel mehr Blau, dann wird dieser Ton natürlich auch wesentlich bläulicher. Also es geht mehr in das Blau auch rein. Und du siehst ja schon, ich meine, das sind super schöne Farben, die man sich hier rausmixen kann. Alleine nur aus so einem Rot und Blau kriegt man wirklich tolle Töne mit dazu. Und so, jetzt gucken wir einmal, wie wir das hier mit dem hier machen. Das ist ja jetzt nur mit so ein bisschen Gelb, ne? Ja, und dann sind wir hier mehr in so einem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben würde. Preußisch? Nee, preußisch. Ja, keine Ahnung. Frag mich mal, was das für ein Ton ist. Ich weiß es nicht. Aber es sind schon mal drei super coole Grundtöne, die echt toll aussehen. So, die haben wir jetzt quasi noch dazu gemischt. Und natürlich fehlt uns jetzt hier eine Farbe, die wir noch gar nicht gemacht haben, nämlich das Orange. Orange ist natürlich auch eine Farbe, aber Grün braucht man halt einfach häufiger, vor allem wenn man viel mit Blumen und sowas malt. Aber wir können natürlich auch ein Orange uns zusammen mixen und da machen wir, glaube ich, direkt hier in den Töpfchen jetzt, weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gemixt. Oder mache ich das woanders auf der Palette? Sauber machen? Schwierige Entscheidung. Orange ist klar, ist Gelb und Rot und auch hier kann man natürlich, je nachdem, ob man mehr ins Gelb oder mehr ins Rot geht, kann man natürlich die Farbe dann auch verändern. Ich glaube, ich mische die jetzt einmal hier auf meiner Palette ein bisschen.
Ich drehe das einmal hier um. Das ist das, was ich vorhin schon gemischt hatte. Hier. Das ist also mit dem Gelb und dem Rot hier gemischt. Ja. Und hier gehen wir jetzt einfach mal rein und nehmen noch ein bisschen mehr Rot von meinem Rot. Und nur ganz wenig von dem Gelb. Ja, und dann gucken wir mal. Dann wird das so eine Farbe. Und wenn wir jetzt in das Rot aber viel, viel mehr Gelb reintun, ich muss mal gerade gucken, wie ich Gelb jetzt hier noch besser reinbekomme, muss ich ein bisschen viel, viel mehr nehmen. Und noch ein bisschen mehr, weil das ist eher wieder so halb-halb. Vielleicht muss ich das hier oben einfach neu anmischen. Vielleicht ist das besser. Und dann machen wir hier nur einen Tucken von dem Rot rein. Dann kriegen wir so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Aprikoton. Noch ein bisschen mehr Gelb. Das ist also wirklich so ein ganz anderer Orangeton. Ne? Da ist mehr Gelb, da ist mehr Rot drin. So. Also du siehst, wie du deine Farbpalette quasi erweitern kannst. Und das Gleiche ist dann, wenn du, wie gesagt, diese warmen und diese kalten Farben hast, beziehungsweise diese Klarfarben und diese mehr grellen Farben. Da mischen wir jetzt auch einmal zusammen. Und zwar hatten wir ja, genau, ich nehme einfach mal dieses Zettelchen jetzt hier als nächstes. Und da fangen wir auch an mit dem Pink hier. Und da gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen mehr Pink und Blau, das hatten wir ja hier. Da haben wir dann dieses Lila, ne, was da rauskommt. Ich mach das mal so, da sieht man das besser hier so, ne? Da siehst du ja schon diesen Unterschied. Und jetzt werden wir ein bisschen mehr Pink in das Lila mischen. Ich habe das hier auf meiner Farbpalette. Boah, das ist aber sehr, sehr feucht hier. Ja, muss ich mal gucken. Okay, das ist einmal dieses Lila, was ich mir da angemischt habe. Und hier packe ich einfach noch ein bisschen mehr Pink rein. Ich zeige dir das einmal kurz, ne? Also ich hatte hier schon vorher ein bisschen gemischt, deswegen. Ne, und da packe ich jetzt immer mehr ein bisschen mehr ins Rote rein, statt ins Blau. Das wird eher so eher violett. Ist da mehr Rot drin, ist es mehr violett. Ist da mehr Blau drin, ist es mehr lila. So, und jetzt gucken wir uns das hier einmal an. Und das wäre dann jetzt hier mehr mit dem Rotton. Ja, da machen wir einfach das Gleiche wieder oben. Und dann siehst du schon, du kriegst dann mehr hier so ein Flieder. Beziehungsweise Flieder ist doch mehr lila, ne? Weiß es gar nicht. So, und jetzt nehmen wir das Gleiche und ich mische einfach nochmal von dem Blau einfach mehr rein. Von diesem hier, ne? Ich nehme jetzt einfach ganz viel und mische das einfach in diese Mixtur einfach viel mehr von dem Blau. Und dann gucken wir gleich, wie das dann aussieht. Das ist dann wirklich nur noch so ein Tückchen. Von dem Pink. So. Ist gar nicht so einfach, das gut hinzubekommen. Aber nimm dir die Zeit zum Mischen. Denn du kannst dir wirklich auch viel Geld sparen. Wenn du gut mischen kannst, dann kannst du aus den Grundfarben unheimlich viel anmixen. Und brauchst gar nicht irgendwelche Special-Farben. Dieses hier zum Beispiel. Ne? Das ist auch ein sehr, sehr schöner Ton, wie ich finde. Der ist natürlich sehr, sehr verwässert. Ich habe den jetzt ein bisschen sehr wässrig gemacht, aber der ist echt toll. Und von dem Grün ist natürlich jetzt auch die Frage, was mischst du mehr da rein? Ne? Mehr Blau oder mehr Gelb? Und wir versuchen es jetzt einmal mit ein bisschen mehr Blau. Gucken, was da rauskommt. Dann nachher auf dem Papier. Ne? Oft sieht man das ja auf der Palette nicht so gut. So, das ist jetzt mit ein bisschen mehr Blau gemixt. Ne? Also guck dir mal die Töne an. Ne? Das ist schon der Wahnsinn, was man da rausbekommt. Das sind alles so Töne, die man sonst auch kaufen kann, tatsächlich, ne? Logischerweise. So, und wenn wir da jetzt aber viel mehr Gelb reinmischen, können wir jetzt auch mal einmal machen. Muss mal gucken. So, das ist jetzt wieder so ein richtig fettes Maigrün. Lass uns doch einfach mal hier so ein Tucken von dem Blau jetzt in hier in das Gelb reintun.
Nur so ein bisschen. Das ist dann mehr so ein Limoneton. Ne? Kein klares Gelb mehr, sondern tatsächlich so ein Limonengrün. Also du siehst schon von der Farbpalette her, ist das schon echt heftig, was man damit so alles machen kann. Und das Schöne ist ja, so kann man natürlich auch diese warmen und kalten Farben so miteinander kombinieren, dass sie sich gegenseitig auch ein bisschen unterstützen. Also wenn man jetzt diese Farben hier nimmt, das sind einfach nur verschiedene Tonarten. Und ja, das macht halt deine ganze Palette dann auch komplett, obwohl du letztendlich eigentlich nur drei Farben hast. Du kannst aber auch gucken. Es ist schwierig, halt aus solchen Farben jetzt so grelle Farben zu machen. Ne? Aus den grellen kannst du eher sowas hier machen, aber andersrum ist es ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, weil die sind halt so klar, diese Farben. Ne? Also wenn du klaren Farben hast, kriegst du auf jeden Fall diese hier auch hin. Und das möchte ich dir einmal nochmal kurz erklären. Und zwar, wenn du jetzt so ein schönes Lila hast, was so richtig klar ist, beziehungsweise sagen wir mal so ein Rot, und du möchtest eher ein warmes Rot daraus haben, so ein bisschen gedeckteres Rot, dann musst du einfach die Komplementärfarbe ein Tückchen mit dazu tun. Und das würde bedeuten, bei Rot ist es grün, bei Lila ist es gelb, bei Blau ist es orange. Und das macht die Farbe weniger schrill. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Blau nehmen, und wir machen da jetzt gleich die Komplementärfarbe rein, nämlich Orange. Wo habe ich Orange angemischt? Hier, so ein bisschen. Wirklich nur ganz bisschen, ich zeige dir das. So, das ist natürlich viel zu wenig Blau gewesen jetzt noch. Geht ja nur darum, dass das so ein bisschen abdämpft. Also es soll immer noch Blau sein, aber eben nicht mehr so grell. So, und dann nehmen wir einmal diese Seite. Ich nehme jetzt einmal das Originalblau, ja, damit du das noch einmal sehen kannst. Das wäre jetzt das Originalblau. Und dann das mit ein bisschen Orange da drin. Das ist ein minimal veränderter Ton, wirklich minimal. Wir können auch noch ein bisschen mehr Orange reintun. Ja, also du guck mal, wie sich das verändert. Das ist eher so ein Preußischblau hier. Wir können auch noch ein bisschen Orange mit reintun. Wirklich immer nur ganz wenig. Und dann wird es schon so ein Blaugrün eher, ne? Machen wir noch ein bisschen mehr Orange. Und dann sind wir hier. Dann geht es hier in eine Art Grünton. Ne, so geht das dann halt mit den Orangetönen. So, und das Orange ist jetzt natürlich ein angemischtes Orange, was ich selber gemacht habe mit Gelb und Rot, ne, was ich gemischt habe. Wenn du jetzt direkt aus der Tube nimmst, dann wird das auch noch mal ein bisschen anders. Ich muss gerade einmal gucken, wo ich denn hier noch Platz habe. Ich möchte noch Platz. Hm? Du weißt ja, ich bin aktuell ein bisschen minimalistisch unterwegs. Also das wäre jetzt hier bei dem Blau. Wir machen das nochmal anders. Wir machen das mit Grün. Und zwar nehmen wir mal dieses grelle Grün. Und dann zeige ich dir, was passiert, wenn du zu dem grellen Grün einfach mal einen Tucken Rot mit beimischt. Das kann das sein. Und machen wir mal das hier. So, nun ganz wenig. Das war ein bisschen zu wenig. Okay, wir nehmen jetzt wirklich nur ganz wenig hier rein. So, und dann guckst du, was mit deinem Grün passiert. Das nimmt dem Grellen so ein bisschen dieses Grelle halt, ne? Das ist ein bisschen gemutet. Ein bisschen stiller gemacht. Ein bisschen gedeckt. Jetzt machen wir noch ein bisschen davon. Und jetzt wird es so ein natürliches Grün. Jetzt machen wir noch ein bisschen mehr. Aufpassen. Das nächste, was kommt, ist dann eher braun. Aber du siehst schon, das ist eher so ein Olivton. Ne? Also untereinander mischen, Komplementärfarben, geht super, muss man nur vorsichtig sein, sonst wird es am Ende, wie gesagt, braun. Also wenn man dann zu viel macht, ne, dann siehst du ja, wenn man hier so, dann, das kann ich ja jetzt einmal dreckig machen sozusagen. Auch das hier mit dem Grün, das Rot, das wird dann auch ganz nett. Ne? Das wird dann eher so ein Potter's Pink mit ein bisschen mehr Grün da drin. Ne? Ich habe jetzt natürlich dieses dreckige Grün schon genommen. Ne? So. Und alle Farben zusammen ergeben sowieso ein super Braun.
Du kannst jetzt zum Beispiel, können wir ja mal machen, einfach blau da noch mit reinpacken. Das war zu viel. Also blau. Und ich nehme direkt grün mal aus der Palette. Blau, grün und dann noch rot. Ach, braun, ja. Natürlich kein braun, sondern grün und rot ergibt braun. Das ergibt eher so einen Grauton, wenn das vom Verhältnis her gleich ist. Ne? Das wäre jetzt hier die drei Farben zusammen. Das ergibt so einen Schatten. Schattengrau, Schattenblau, sowas in der Art. Also je nachdem, welche Farbe du da auch vermehrt dann drin hast, welche Töne genau. Ne? Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen mehr grün mache. Das ist noch ein bisschen mehr grün. Da kommen wir schon hier so in so eine Grauzone. Man das jetzt noch ein bisschen mit Wasser verdünnt. Ne? Siehst du, bist du hier richtig im Grau drin. Also, es ist sehr vielseitig, das Farbenmischen. Und das war jetzt unheimlich viel Theorie. Ich hoffe, die hat dich nicht überfordert und ist alles gut. Kleine Farbpalette, viel Farbengemixe, probier dich da aus, mach tonnenweise einfach Blätter voll mit verschiedenen, mit verschiedenen Farbtupfern. Mach dir richtige Farbkarten am besten und schreib dir auch bei den Tönen, die dir gut gefallen. Bei mir gefällt jetzt dieses Potters Pink richtig gut. Also Potters Pink gibt es auch in der Palette, das habe ich sogar mir extra gekauft. Braucht man gar nicht, wenn man, ups, wenn man dieses Rot hat mit diesem Maigrün, dann gibt das ein tolles Potters Pink. Und je nachdem, was man dann noch zusätzlich mixt, ne, kann man das noch erweitern. So, also das nächste Mal möchte ich aber ein bisschen konkreter werden, wenn wir wieder über Farben reden. Das heißt nicht, dass das nächste Video schon so sein soll, sondern üb erstmal ein bisschen mit Farbenexperimenten, mit ein bisschen Mischerei. Also du siehst schon, wie viele verschiedene Farben wir hier angemixt haben. Das ist schon der Knaller. Und je nachdem, ob es dann hell oder dunkel ist, ne, wird es dann auch nochmal anders im Ton. Also, da ist schon jede Menge zu machen, auf jeden Fall. Stress dich also nicht, dass du am Anfang viele Farben brauchst. Es reichen eigentlich diese sechs Farben, um alles anzumischen. Was ich dir aber trotzdem empfehlen würde, wäre ein grelles Grün und ein dunkleres Grün noch mit dazu zu nehmen. Das ist erleichtert das Mischen einfach. Und Grün braucht man sowieso immer. Also, jedes Mal immer Grün anmischen ist halt lästig. Ne? Deswegen, also vier Grundfarben reichen eigentlich auch, ne? Also die Grundfarben, die Primärfarben im Prinzip und einmal die Mixfarben. Sowas wie Lila und Orange könntest du dir auch noch dazu nehmen. In der normalen Palette ist das aber eigentlich, glaube ich, insgesamt drin, in dieser, die ich empfohlen habe. Da hast du eigentlich alle Grundfarben, die du so brauchst, um weiter zu mixen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, so ein kleiner Farbexkurs und du bist nächstes Mal dann vielleicht wieder bei einem Motiv mit dabei. Und ansonsten, wie gesagt, ich werde im Haushalt Dinge suchen, wo wir dann gucken, wie wir genau diese Farbe anmischen können. Ja, das machen wir dann zusammen. Und vielleicht hast du ja auch irgendwie eine Idee, wo du sagst, boah, diese Farbe würde ich gerne mal anmischen. Wie geht das aus meinen Grundfarben? Und dann sag es mir, dann suche ich ein passendes Bild raus, was dazu passt oder beziehungsweise einen Gegenstand, falls ich den da habe in der Farbe. Und dann probieren wir einfach genau diesen Farbton zu ermischen. So, alles klar. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Farbenkleckse mischen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!